Herzlich willkommen zur Vorlesung über Markov-Prozesse. Nachdem wir in der letzten Vorlesung uns angeguckt haben, wie wir aus einer Übergangsfunktion einen Markov-Prozess konstruieren können, soll es heute um die starke Markov-Eigenschaft gehen. Dabei handelt es sich um den Zusammenhang von Markov-Prozessen und Stoppzeiten. Das wollen wir uns jetzt mal im Detail ansehen. Also, zunächst einmal wollen wir immer annehmen, dass E ein polnischer Raum sei. Und dann verstehen wir unter der starken Markov-Eigenschaft das Folgende. Also wir gucken uns an einen progressiven, E-wertigen, normalen Markov-Prozess auf diesem Raum Omega, auf diesem filtrierten Raum zusammen mit dieser Familie von Wahrscheinlichkeitsmaßen. Und dann nennen wir diesen entsprechenden Prozess X stark Markov, wenn das Folgende gilt, nämlich wenn für jede optionale Zeit S und alle x aus dem Raum E und alle Zeiten t größer 0 und alle messbaren Mengen A diese folgende Form der Markov-Eigenschaft gilt, nämlich ich gucke mir an das Ereignis, dass der Prozess x zum Zeitpunkt S, also zum Zeitpunkt dieser Stoppzeit plus t in dieser Menge A ist. Unter der Bedingung, dass natürlich die Stoppzeit endlich ist. Und jetzt gucke ich mir die bedingte Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis an, gegeben die Sigma-Algebra Fs plus, also dieser T-Vergangenheit oder S-Vergangenheit. Dann soll gelten, dass das das gleiche ist wie die Indikatorfunktion auf dem Ereignis, dass die Stoppzeit endlich ist, mal der Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Prozess jetzt zum Zeitpunkt XS starte von dem Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt T, also dass eine unabhängige Kopie quasi von diesem Prozess in der Menge A ist. Und diese Aussage gilt, weil bedingte Wahrscheinlichkeiten sind natürlich nur fast sicher. Und hier kann man sich jetzt mehrere kleine Fragen stellen. Also die erste Frage ist, wozu brauchten wir die Progressivität? Und man sieht sofort, die war dazu da, um überhaupt sinnvoll eine Aussage zu machen über diesen gestoppten Prozess XS. Und aufgrund von Satz 1,7, den wir zuvor gezeigt haben, wissen wir bereits, dass auf dem Ereignis, dass die Stoppzeit endlich ist, XS eine FS messbare oder FS plus messbare Menge ist. Wir haben ja hier optionale Zeiten. Die zweite Frage, oder die zweite Überlegung, die man anstellen kann, ist, was passiert eigentlich, wenn wir die optionale Zeit durch eine Stoppzeit ersetzen? Also sei nun S eine Stoppzeit und X wieder ein starker Markov-Prozess. Und jetzt sehen wir, dass wir in dieser Definition der starken Markov-Eigenschaft die Sigma-Algebra Fs plus ersetzen können durch die Sigma-Algebra Fs. Das ist das, wenn man den ersten und letzten Schritt vergleicht. Jetzt kann man sich fragen, aha, wie funktioniert das Argument hierbei? Nun, wir nutzen einfach nur aus die Turmeigenschaft der bedingten Erwartung. Nämlich, wir wissen ja, dass diese Sigma-Algebra Fs enthalten ist in der Sigma-Algebra Fs plus. Das heißt, wenn ich jetzt auf die größere Sigma-Algebra bedinge, ändere ich nichts. Und auf dieser größeren Sigma-Algebra kann ich dann die Definition der starken Markov-Eigenschaft anwenden. Und erhalte dadurch, darf denn diese Wahrscheinlichkeit, diese bedingte Wahrscheinlichkeit hier ersetzen durch die rechte Seite von der Definition der starken Markov-Eigenschaft, sprich durch den Indikatorfunktion von dem Event, dass die Stoppzeit endlich ist und der Wahrscheinlichkeit, wenn ich den Prozess in diesem Punkt XS starte, dass dann das XT in der Menge A liegt. Und jetzt sehen wir aber, das ist natürlich ein FS messbares Ereignis. Das heißt, diese Indikatorfunktion dieses Ereignisses ist natürlich FS messbar. Das heißt, ich darf dieses Ereignis aus dieser bedingten Erwartung herausziehen. Das Gleiche gilt auch für diese Wahrscheinlichkeit hier. Also das ist ja eine deterministische Zahl. Die einzige Zufall kommt hier in den Startpunkt rein. Wir haben ja angenommen, dass diese Familie von Wahrscheinlichkeitsmaßen bezüglich dem Startpunkt messbar sein soll. Und insbesondere folgt daraus dann, dass wenn ich den Prozess zum Zeitpunkt XS einsetze, dass dieses Objekt hier FS messbar ist. Das heißt, auch dieses Objekt darf ich aus der bedingten Erwartung rausziehen. Und dann bleibt sozusagen nur noch die 1 in der bedingten Erwartung stehen, was denn 1 ist. Und ich erhalte genau diese Aussage.
Was man hier übrigens auch sieht, ist, dass die starke Markov-Eigenschaft die Markov-Eigenschaft, die schwache Markov-Eigenschaft impliziert. Warum? Na, wählen wir doch einfach mal für s eine deterministische Zeit klein s. Und dann sehen wir, diese Definition übersetzt sich sofort in die schwache Markov-Eigenschaft. Und jetzt kann man sich natürlich auch die Frage stellen, besitzt jeder Markov-Prozess die starke Markov-Eigenschaft? Und das folgende Beispiel zeigt, dass das nicht der Fall ist. Gucken wir uns das mal im Detail an. Also ich nehme mir hier einen stetigen Prozess auf R. Und den möchte ich, und ich möchte mir jetzt wie folgt einen Markov-Prozess konstruieren. Ich nehme mir erstmal diese folgende Übergangsfunktion her. Und zwar, die besteht aus zwei Teilen. Falls x ungleich 0 ist, dann nehme ich einfach die Brownsche Übergangsfunktion. Und falls x gleich 0 ist, dann nehme ich einfach nur die Indikatorfunktion auf die 0. Und jetzt kann man sich überzeugen davon, dass p in der Tat eine normale Markov'sche Übergangsfunktion ist. Das lasse ich Ihnen mal als kleine Übungsaufgabe. Wenn man das getan hat, sagt denn der Satz 2,9 aus, den wir in der letzten Vorlesung gezeigt haben, dass wir dann natürlich eine Familie von Wahrscheinlichkeitsmaßen konstruieren können. Und zwar in der Art und Weise, dass dieser Prozess x mit Hilfe dieser Familie von Wahrscheinlichkeitsverteilung zu einem normalen Markov-Prozess wird. Und dadurch, dass die Pfade von x stetig sind, wissen wir natürlich auch aufgrund von Satz 1,6, dass der Prozess x progressiv ist. Also wir haben jetzt hier einen progressiven, normalen, reellwertigen Markov-Prozess vorliegen. Dennoch besitzt dieser Prozess nicht die starke Markov-Eigenschaft. Um das einzusehen, betrachten wir mal die folgende Stoppzeit, nämlich die Treffzeit der Menge 0 oder die Rückkehrzeit in die Menge 0. Und nach Satz 1,8 wissen wir, das ist eine Stoppzeit. Und es gilt auch, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn ich einen beliebigen Punkt in R starte, dass ich die 0 treffe, in endlicher Zeit, dass dieses Ereignis die Wahrscheinlichkeit 1 hat. Diese Rekurrenzeigenschaft nehmen wir jetzt hier mal an und wir werden sie auch noch im Folgenden zeigen. Also nicht jetzt gleich, aber am Ende der Vorlesung. Was wissen wir noch, wenn wir jetzt den Prozess in dem Punkt x starten, der ungleich 0 ist? Naja, was ist denn die Wahrscheinlichkeit? Also jetzt, wenn wir uns die Seite angucken, was können wir denn über die Wahrscheinlichkeit aussagen, dass dieser Prozess ungleich 0 ist? Wir wissen natürlich bei Start außerhalb der 0, wir haben hier die Brownsche Übergangsfunktion vorliegen. Das heißt, insbesondere ist, okay, wenn das jetzt eine deterministische Zeit wäre, wäre das einfach nur, haben wir sogar eine Dichte vorliegen. Wir gucken uns das Ereignis an, dass die Zufallsvariable dann ungleich 0 ist und das hat dann natürlich Wahrscheinlichkeit 1. Das gleiche gilt, wenn wir hier die Bedingungswahrscheinlichkeit betrachten, natürlich auch in diesem Fall, weil wir im Prinzip bei vorgegebenem Omega den Wert von S Omega ja wissen. Das heißt, auf der einen Seite ist diese Wahrscheinlichkeit gleich 1. Jetzt nehmen wir mal an, wir hätten die starke Markov-Eigenschaft. Wir haben ja hier gesehen, dass okay, die Wahrscheinlichkeit, dass die Stoppzeit endlich gleich 1 ist, sprich, das ist das gleiche, als wenn wir jetzt hier noch schneiden mit dem Ereignis, dass die Stoppzeit endlich ist. Und dann können wir die starke Markov-Eigenschaft, angenommen, sie gelte, anwenden. Und dann wäre das das Gleiche, als wenn ich jetzt den Prozess zum Zeitpunkt der Stoppzeit neu starte. Aber wo ist dann dieser Prozess zum Zeitpunkt der Stoppzeit? Naja, er ist per Definition gerade der Null. Das heißt, jetzt gucken wir uns also, wenn ich in Null starte, gucken wir uns also an die entsprechende Übergangsfunktion. Und das wäre ja gerade hier der Fall,
Wenn ich in 0 starte, also es ist einfach nur diese Indikatorfunktion von diesem Ereignis. Sprich, dieser Prozess bleibt, wenn ich die 0 getroffen habe, dann konstant 0. Das heißt, dieses Ereignis kann einfach nicht eintreten, weil der Prozess für alle t 0 ist. Das heißt, auf diesem Event, also der Prozess ist 0, ich frage danach, dass er ungleich 0 ist, das kann natürlich nur Wahrscheinlichkeit 0 haben. Damit haben wir einen Widerspruch erzeugt. Das heißt, wir sehen, nicht jeder Markov-Prozess besitzt die starke Markov-Eigenschaft. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was fehlt diesem Markov-Prozess, damit er die starke Markov-Eigenschaft haben kann? Gibt es sozusagen hinreichende oder notwendige Kriterien? Und darum soll es in dem folgenden Satz gehen. Der sagt das Folgende aus. Also ich nehme mir her einen normalen Markov-Prozess und ich nehme an, dass dieser Prozess x rechtsstetige Pfade besitzt und Werte in dem Raum E annimmt, wobei ich hier jetzt annehmen möchte, dass E ein metrischer Raum ist. Und die weitere Eigenschaft ist, dass diese folgende Funktion, nämlich ich bilde ab den Startwert auf den Wert, auf diesen Erwartungswert bei Start in x von der Funktion f von xt. Diese Abbildung soll stetig und beschränkt sein und das soll gelten für alle Zeitpunkte t größer 0 und für alle Funktionen, die stetig und beschränkt sind. Wenn das erfüllt ist, dann ist x stark Markov. Also das hier, was wir hier sehen, ist eine hinreichende Bedingung für die starke Markov-Eigenschaft. Wie funktioniert nun der Beweis? Na, die erste Beobachtung ist, aufgrund der Annahme, dass x rechtsstetige Pfade hat, wissen wir bereits, dass x progressiv ist. Damit hätten wir die eine Eigenschaft aus der Definition der starken Markov-Eigenschaft schon nachgewiesen. So, was wir im nächsten Schritt machen, ist, wir müssen uns eine Stoppzeit oder eine optionale Zeit hernehmen. Also sei S eine optionale Zeit, die ist fest gewählt. Und diese optionale Zeit möchte ich jetzt approximieren. Und zwar durch folgende zufällige Zeiten Sn. Und die sind wie folgt konstruiert. Ich wähle mir hier eine natürliche Zahl n. Und dann bilde ich die Summe von k gleich 1 bis unendlich. Ich nehme den Wert k mal 2 hoch minus n, falls diese optionale Zeit zwischen k minus 1 mal 2 hoch minus n und k mal 2 hoch minus n liegt. Und falls die optionale Zeit den Wert unendlich annimmt, dann setze ich auch den Wert dieser zufälligen Zeit Sn auf unendlich. Ein paar Beobachtungen zu diesem konstruierten Objekt. Das erste ist, die Sn sind monoton verteilt. Und das gilt punktweise. Die zweite Beobachtung ist, daraus folgt natürlich auch, dass der Limes existiert und er konvergiert und er konvergiert auch gegen Sn. Dann kann man sich leicht von überzeugen. Was auch gilt, und das will ich jetzt nachweisen, ist, achso, was natürlich damit insbesondere gilt, die Sn sind alle größer als S, als triviale Beobachtung. Und was ich jetzt nachweisen möchte, ist, dass diese Sn in der Tat Stoppzeiten sind. Also nicht nur Option, also ob, S war ja eine optionale Zeit, aber diese Sn sind sogar Stoppzeiten. Wie funktioniert hier jetzt dieser Beweis? Na, ich nehme mir dazu eine Zeitpunkt t größer gleich 0 her. Und was ich zeigen möchte, ich gehe mal auf die nächste Folie, ich möchte zeigen, dass das Ereignis Sn kleiner gleich t, dieses Ereignis nach Definition soll in der Sigma-Algebra Ft liegen. Wie funktioniert jetzt dieses Argument? Naja, wenn ich mir so ein t hergenommen habe, dann finde ich natürlich auch eine natürliche Zahl k, sodass t in diesem halboffenen Intervall k mal t hoch minus n und k plus 1 mal t hoch minus n liegt. Das heißt, ich weiß also, dadurch, dass Sn ja nur diskrete Werte annimmt, weiß ich, dass das Ereignis Sn kleiner gleich t das gleiche ist wie das Ereignis Sn kleiner gleich k mal 2 hoch minus n. Weil Sn nimmt ja nur diskrete Werte an und das ist genau den maximalen Wert bei diesem k, das ich so gewählt habe,
bei vorgegebenen T. Und dieses Ereignis, jetzt können wir zurückgehen, wann tritt dieses Ereignis ein? Also S nimmt den Wert K mal 2 hoch minus n ein. Na, dann wissen wir, dass S in diesem Intervall K minus 1 mal 2 hoch minus n und K mal 2 hoch minus n liegen muss. Das heißt, dieses Intervall kann ich natürlich als Differenz von diesen folgenden beiden Events darstellen. Also entweder ist S kleiner als K mal 2 hoch minus n und davon ziehe ich die Menge ab, also dass diese optionale Zeit S kleiner ist als K minus 1 mal 2 hoch minus n. Was sehe ich jetzt hier? Da S eine optionale Zeit war, sagt mir das Lemma 2.1 aus, dass S in dieser Sigma-Algebra fk mal 2 hoch minus n liegt. Das gleiche gilt natürlich auch für dieses Ereignis. Dadurch, dass dieses Ereignis in diesem Ereignis enthalten ist, sehe ich, dass dieser Durchschnitt dieser beiden Ereignisse in der Sigma-Algebra k mal 2 hoch minus n liegt. Und dadurch, dass t größer gleich k mal 2 hoch minus n war und f eine Filtration ist, weiß ich natürlich auch, dass diese Sigma-Algebra in ft liegt. Also haben wir jetzt nachgewiesen, dass für jedes n Sn eine Stoppzeit ist. Das heißt, wir haben hier eine Folge von Stoppzeiten vorliegen. Jetzt geht es also darum, diese Markov-Eigenschaft nachzuweisen. Und das möchte ich in dem ersten Schritt, diese starke Markov-Eigenschaft nachzuweisen, und das möchte ich in dem ersten Schritt tun für Funktionen f, die stetig unbeschränkt sind. Das heißt, wir haben das Folgende zu zeigen, dass für alle fs plus messbaren Mengen die Gleichheit der folgenden beiden Erwartungswerte gilt, nämlich der Erwartungswert bei Start in x von dem Ereignis a geschnitten mit dem Ereignis, dass die optionale Zeit s endlich ist, von dieser Zufallsvariable f von xs plus t. So, diese Erwartungswert soll gleich sein, wo ich hier auf der anderen Seite dieses f von xs plus t ersetze durch die Erwartungswert bei Start in xs von f von xt. Das ist, wenn Sie das so sehen wollen, die Definition der bedingten Erwartung, was wir hier jetzt überprüfen wollen. Was wissen wir jetzt? Nach Voraussetzung ist f stetig unbeschränkt. Also können wir den Satz von Lebesgue anwenden und da wir ja wissen, Sn konvergiert punktweise, können wir also diesen Erwartungswert ausdrücken als den Limes n gegen unendlich von dem Erwartungswert, wo ich S durch Sn ersetze. Warum? Naja, wir haben gesehen, Sn konvergiert punktweise gegen S, x war stetig, also rechtsstetig, und wir konvergieren von oben, das ist genau die Rechtsstetigkeit von x, und f ist eine stetige Funktion. Das heißt, wir können uns zurückziehen erstmal auf diesen Erwartungswert. Und was ich jetzt machen möchte, ist, der Vorteil ist, von diesem Erwartungswert, wir wissen, dass die diese Stoppzeit Sn diskret ist. Und das möchte ich jetzt ausnutzen. Das heißt, ich kann natürlich jetzt darauf eine Indikatorfunktion einführen auf das Ereignis, dass die Zufallsvariable oder diese Stoppzeit Sn den Wert k mal 2 hoch minus n annimmt. Und also hier habe ich nur eine Identität geschrieben, also die Summe über alle k's von diesem Ereignis gibt natürlich gerade ganz Omega. Warum? Weil wir natürlich auch wissen, dass das Ereignis s kleiner unendlich das gleiche ist wie sn kleiner unendlich. Weil das haben wir ja gerade so definiert gehabt. Gut, mit Beppo-Levi durften wir hier also diese unendliche Summe aus den Erwartungswerten rausnehmen. Und was wissen wir jetzt über dieses Ereignis, was hier steht?
Da SN natürlich eine Stoppzeit ist, wissen wir erstmal, das Ereignis liegt in dieser Sigma-Algebra. A war aus der Sigma-Algebra FS plus. Was wissen wir aber noch? Wir wissen natürlich, S ist strikt kleiner als SN oder kleiner gleich. Das heißt, wir können Lemma 1.3 anwenden, dass uns dann die Aussage liefert, also dass ich hier kann ich nochmal schneiden, zusätzlich mit dem Ereignis, dass S kleiner ist als SN. Und dann ist das genau die Form von diesem Lemma 1.3 Teil B. Und das sagt mir aus, dass dieses Ereignis A, geschnitten mit S ist kleiner als SN, liegt in der Sigma-Algebra FSN. Und dann haben wir hier natürlich genau die definierende Eigenschaft von dieser Sigma-Algebra FSN. Das heißt, das ist ein messbares Ereignis. Das darf ich also aus diesem Erwartungswert rausziehen, aus dieser bedingten Erwartung rausziehen. Was dann übrig bleibt, ist einfach nur die bedingte Erwartung bei Start in x von f von x von k mal 2 hoch minus n plus t gegeben f k mal 2 hoch minus n. Jetzt können wir einfach die Markov-Eigenschaft benutzen und diese bedingte Erwartung ersetzen durch den Erwartungswert bei Start des Prozesses zum Zeitpunkt k mal 2 hoch minus n von f von xt. Und was wir im nächsten Schritt machen können, jetzt können wir natürlich auch wieder diese unendliche Summe in den Erwartungswert reinziehen aufgrund von Bernoulli und erhalten damit dann die Aussage, dass der Erwartungswert vom Ereignis a geschnitten, dass die Stoppzeit s kleiner ist als unendlich von f von xsn plus t das gleiche ist wie der Erwartungswert bei Start in x von der Indikatorfunktion vom Ereignis a geschnitten s kleiner und endlich vom Erwartungswert bei xsn von f von xt. Gut, das war sozusagen der erste Teil. Jetzt können wir die Voraussetzung, dass diese Abbildung x wird Abbildung auf den Erwartungswert bei Start in x von f von xt, dass dieser stetig ist, ins Spiel bringen. Was wissen wir nämlich? Aufgrund dieser Stetigkeit wissen wir, dass diese Funktion für n gegen unendlich und aufgrund der Stetigkeit von x gegen den Erwartungswert von oder der Rechtsstetigkeit von x konvergiert gegen den Erwartungswert bei Start in xs. Und das gilt punktweise für jedes Omega aus dem Ereignis, dass die Stoppzeit, diese optionale Zeit s endlich ist. Also können wir jetzt wieder den Satz von Lebesgue anwenden, weil ja die Funktion f beschränkt ist und damit auch diese Ausdrücke beschränkt sind. Und wir erhalten, dass der Limes von dieser rechten Seite hier gerade gleich ist dem Erwartungswert bei Start in x von dem Indikatorfunktion von diesem Ereignis mal der Erwartung bei Start in xs von f von xt. Das war also genau das, was wir in diesem ersten Schritt zeigen wollen. Das sieht ja jetzt schon fast so aus wie die alternative Form der Markov-Eigenschaft übersetzt in die Form von bei Stoppzeit, Vorliegen von Stoppzeiten. Das Einzige, was fehlt, also wir wollen jetzt übergehen von dieser stetigen beschränkten Funktion f auf die Indikatorfunktion von von einer messbaren Menge a aus der Sigma-Algebra. Aus der Sigma-Algebra, Entschuldigung, wir wollen übergehen statt dieser Funktion f von xs plus t, wollen wir übergehen zu der Funktion Indikatorfunktion auf ein Ereignis a und a ist hier aus der Borel-Sigma-Algebra über e. Das wollte ich sagen.
Und das soll jetzt der zweite Schritt sein. Und dadurch, dass das aber eine stetige beschränkte Funktion ist, können wir nicht einfach die Indikatorfunktion benutzen. Das heißt, wir müssen sie approximieren. Wie geht das jetzt? Wir nehmen uns also her erstmal eine abgeschlossene Menge aus unserem metrischen Raum E. Und dann definieren wir uns eine Folgefunktion Fn auf folgende Art und Weise. Das ist einfach e hoch minus n mal den Abstand von x zur Menge a. Was wissen wir jetzt? Wir wissen erstmal, dass diese Abbildung x wird abgebildet auf dem Abstand zwischen x und a. Das ist eine stetige Funktion. Weiterhin wissen wir, dass diese Funktion ist nach oben beschränkt durch 1. Das heißt, wir haben fn ist für jedes n also eine stetige beschränkte Funktion. Was wissen wir noch? Wir wissen auch, also wenn x in a liegt, ist das ja gerade der Abstand gerade 0. Das heißt, auf für alle x in a ist diese Funktion gleich 1. Und ansonsten ist sie nicht negativ für alle x außerhalb von a. Das heißt, wir wissen, fn ist auf jeden Fall immer größer als die Indikatorfunktion a und konvergiert für n gegen unendlich natürlich gegen die Indikatorfunktion von dieser Menge a. Gut, das heißt, wir haben jetzt einen Kandidaten, um genau diese Gleichheit auf diese Folge von Funktion fn anzuwenden. Und das Schöne ist, dadurch, dass die Funktionen fn beschränkt sind, kann ich natürlich wieder den Satz von Lebesgue ins Spiel bringen. Das heißt, ich kann dieser Erwartungswert, der mich hier interessiert, von den Ereignissen, oh, das ist jetzt eine ungünstige Notation, also a ist aus s plus, das soll hier eine Menge a Hut sein, die ist nämlich aus e, das sind nicht die beiden gleichen a's. Die kann ich natürlich ersetzen, jetzt durch dieses Limes von den Fn's. Und aufgrund des Satzes von Lebesgue darf ich den Limes aus dem Erwartungswert rausziehen. Dann habe ich jetzt hier genau die linke Seite von dem ersten Schritt. Ich darf den sozusagen aufgrund des ersten Schrittes durch die rechte Seite von dem ersten Schritt ersetzen und darf dann auch wieder den Limes in diesen Erwartungswert reinziehen und auch in diesen Erwartungswert reinziehen und erhalte die gewünschte Aussage, nämlich dass die bedingte Erwartung von dem Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt der optionalen Zeit plus t in der Menge a liegt, unter der Bedingung, dass die optionale Zeit endlich ist, gegeben die Sigma-Algebra Fs plus das gleiche ist wie die Indikatorfunktion, dass die optionale Zeit endlich ist, mal der Wahrscheinlichkeit, dass ich in xs starte von diesem Ereignis xt ist in a. Das heißt, wir haben jetzt hier für abgeschlossene Mengen a die starke Markov-Eigenschaft gezeigt. Was jetzt noch fehlt, ist, das soll ja gelten für jede Borel messbare Menge über e. Das heißt, wir bringen wieder ein Dünken-Systemargument. Also wir gucken uns wieder das Mengensystem an D, das gegeben ist durch alle Borel-messbaren Mengen über E, sodass genau diese Gleichheit fast sicher gilt. Und dann kann man sich überzeugen, dass das wieder ein Dünken-System ist. Und das überlasse ich Ihnen als kleine Übung. Nach dem zweiten Schritt wissen wir, dass die abgeschlossene Mengen in diesen Mengensystem liegen. Die abgeschlossenen Mengen sind durchschnittsstabil. Und außerdem sind die abgeschlossenen Mengen ein Erzeuger von der Borel-Sigma-Algebra E. Und jetzt können wir wieder den Hauptsatz der über Dünken-Systeme anwenden, der uns dann sagt, dass das Dünken-System, das von diesen abgeschlossenen Mengen erzeugt wird, gleich ist der Sigma-Algebra, die von diesen abgeschlossenen Mengen erzeugt wird, und das ist ja gerade die Borel-Sigma-Algebra E. Also haben wir damit gezeigt, dass das Mengensystem D gerade gleich dieser Borel-Sigma-Algebra E ist. Und damit ist dieser Satz bewiesen. Stellt sich jetzt also die Frage,
Gibt es kanonische Beispiele, die diese Bedingung, dass x wird abgebildet auf diese Erwartungswert bei Start in x von f von xt für jedes t größer 0 und f in stetig, eine streng beschränkte Funktion stetig und beschränkt ist, gibt es Beispiele davon, dass, die das erfüllen? Und die triviale Aussage ist, falls e abzählbar ist, also eine diskrete Menge ist, dann ist das natürlich trivialerweise erfüllt. Das ist die erste Beobachtung. Die zweite Beobachtung, und ich komme gleich zu einer weiteren großen Klasse von Beispielen, die diese Stetigkeitsbedingung erfüllen. Ich möchte aber erstmal ein Beispiel geben für eine Übergangsfunktion und den zugehörigen Markov-Prozess, der das nicht erfüllt. Und das ist das folgende Beispiel. Ich nehme mir also eine Übergangsfunktion über R her und die ist wie folgt definiert. Und zwar, falls x größer als 0 ist, dann ist das einfach nur der Transport zum Zeitpunkt t um t. Also das ist nichts weiter, als wenn man zum Zeitpunkt 0 starte ich im Punkt x und ich bewege mich mit konstanter Geschwindigkeit nach oben. Und zwar bin ich dann zum Zeitpunkt t gerade an der Position x plus t. Wenn x negativ ist, dann mache ich den Transport nach unten. Also wenn ich ihn sozusagen, ich habe dann eine Bewegung nach unten. Wenn ich negativ bin, wenn ich positiv bin, macht der Prozess nichts weiter als, ich habe eine Bewegung nach oben. Und wenn ich in 0 starte, würfel ich aus. Also mit Wahrscheinlichkeiten halb bewege ich mich danach nach oben und mit Wahrscheinlichkeiten halb nach unten. Jetzt kann man sich auch hier wieder überzeugen, dass das eine normale Markovsche Übergangsfunktion ist. Allerdings hat diese Übergangsfunktion und der zugehörige Markov-Prozess nicht diese entsprechende Stetigkeitseigenschaft. Und das sieht man wie folgt. Also wir gucken uns an, die Abbildung x wird abgebildet auf, nennen wir es g, t von x. T ist hier ein Parameter. Und das ist nichts weiter als dieses Integral über r von der Übergangsfunktion tx dy und ich integriere die Funktion f von y, wobei f eine stetige beschränkte Funktion ist. Und die Behauptung ist, diese Abbildung gtx ist nicht stetig. Wie sieht man das? Also erstmal eine Bemerkung zuvor. Dieses Integral hier ist natürlich das gleiche, wenn ich den Prozess konstruiere, wie diese Erwartung. Ja, also das ist die gleiche Aussage. Und wie sehe ich jetzt, dass diese Funktion nicht gt nicht stetig ist? Dann nehmen wir uns mal eine beschränkte stetige Funktion her und wir nehmen uns hier einfach mal den Sinus her. Der Sinus, klar, ist eine stetige beschränkte Funktion. Was passiert jetzt mit diesem Integral, wenn ich für f den Sinus einsetze? Und dann sehe ich, naja, wenn x größer ist als 0, das ist das nichts weiter als Sinus x plus t. Wenn x kleiner als 0 ist, ist es nichts weiter als Sinus x minus t. Wenn x gleich 0 ist, dann ist es einfach ein halb Sinus t plus Sinus minus t. Aber das ist gerade gleich 0. Sprich, ich habe nur diese beiden Anteile. Und jetzt nehme ich mir meine Zeit t her, die kein Vielfaches ist von Pi mal einer ganzen Zahl. Und dann gilt ja das Folgende, dass wenn ich mir den Limes angucke für x gegen 0 von dieser Funktion gt, dann ist das einmal Sinus von t. Wenn ich mir den Limes für x gegen 0 von unten angucke, dann ist das gerade Sinus von minus t. Wir sehen, im Allgemeinen ist Sinus von minus t und Sinus von t verschieden. Es sei denn, er ist 0, aber das Sinus von t gleich 0, das haben wir hier ausgeschlossen. Und die Funktion gt an der Stelle 0 wäre halt gerade 0. Also das zeigt uns, diese Übergangsfunktion erfüllt nicht diese Stetigkeitsbedingung. Gucken wir uns aber jetzt mal eine Klasse von Übergangsfunktionen und damit auch von Markov-Prozessen an, die dieser Bedingung genügen. Und das ist das folgende Korollar. Also sei x ein Levy-Prozess, dann ist x ein stark stetiger Markov-Prozess.
Also nach Definition von dem Levy-Prozess wissen wir ja, dass dieser Prozess mit Wahrscheinlichkeit 1 und 0 startet. Wir wissen auch, dass die Inkremente unabhängig und stationär sind. Und wir wissen, dass der Prozess x rechtsstetige Pfade hat. Die Rechtsstetigkeit liefern uns sofort wieder, dass x progressiv messbar ist. Und jetzt definiere ich mir, in dem ersten Schritt möchte ich ja erstmal einen Markov-Prozess konstruieren. Das heißt, ich definiere mir diese Übergangsfunktion ptxa als die Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess xt plus klein x in dieser Menge a liegt. Und das soll gelten für alle Zeitpunkte t, für alle x aus r hoch d und für alle messbaren Mengen über r hoch d. Was wissen wir jetzt noch? In Beispiel 1.12 haben wir uns ja schon mal angeguckt, dass diese Abbildung x wird abgebildet auf p t x a in x messbar ist. Das ist schon mal eine gute Eigenschaft. Das heißt, das hier ist in der Tat eine Übergangsfunktion aufgrund der Eigenschaft, dass der Prozess in 0 startet, wissen wir auch, dass diese Übergangsfunktion normal ist. Warum? Ja, auf der einen Seite wissen wir, das ist die Definition von dem Levy-Prozess. Auf der anderen Seite können wir das auch künstlich schreiben als x0 plus x ist in der Menge x. Und das ist ja gerade nach dieser Definition hier nichts weiter als p von 0,x, diese einelementige Menge x. Und wir sehen, das ist gerade genau die Definition von dieser Normalität. Was wir noch machen müssen, ist die Überprüfung der Chapman-Komarow-Gleichung, um wirklich einzusehen, dass dieses so definierte Funktion p wirklich eine Übergangsfunktion ist. Also gucken wir uns das Ganze mal an zum Zeitpunkt s plus t bei Start in 0 und ich möchte in diese Menge a. Das ist jetzt sozusagen ein Zwischenschritt. Nach Definition ist das ja nichts weiter als das Bildmaß unter diesem Zufallsvariable x s plus t von dem Ereignis in dieser Menge a zu sein. Das kann ich natürlich auch schreiben als, also x s plus t kann ich auch künstlich schreiben als x s plus t minus x s plus x s. Aber nach Voraussetzung wissen wir ja, die Inkremente sind unabhängig. Das heißt, ich habe dann eine Summe von unabhängigen Zufallsvariablen. Das heißt, aus diesem Bildmaß wird dann die Faltung der Bildmaße. Und dann kann ich im weiteren Schritt noch die Stationarität anwenden. Das heißt, die Verteilung von xs plus t minus xs ist ja das gleiche wie die Verteilung von xt. Und wenn ich jetzt diese Faltung explizit ausschreibe, dann ist es ja nichts weiter als dieses Doppelintegral über der Indikatorfunktion, dass x plus y in der Menge a liegt, von diesem Maß. Also ich integriere sozusagen z bezüglich diesen Maßes und ich integriere bezüglich y von diesem Maß. Nach Definition ist das hier aber nichts weiter als p t0 dz und das ist nichts weiter als p s0 dy. Und dann kann ich das Integral einfach über z ausführen und erhalte diese Übergangsfunktion an der Stelle oder diese Funktion p0 a t0 a minus y. Und das ist, was wir ja leicht sehen können, gilt diese Verschiebungseigenschaft, ist das das gleiche wie p von t y 0. Dass das nicht nur bei Start 0 klappt, sondern bei jedem Start x liegt daran, dass ich diese Funktion auch schreiben kann als die Faltung von dem Maß Dirac auf x gefaltet mit pt0, also mit diesem Maß.
Und dann kann ich diese gleiche Rechnung nochmal mit diesem Maß, mit dieser Faltung wiederholen. Und ich sehe, dass diese Faltung dann nur auf dieses Teil wirkt. Und damit kriege ich dann hier genau das x rein, was mir noch fehlt. Lange Rede. Was haben wir gesehen? Mit Hilfe der Verteilung und den Eigenschaften des Levy-Prozesses können wir uns eine Übergangsfunktion konstruieren, die die Eigenschaft hat, normal zu sein. Das heißt insbesondere, dass nach dem Satz 2.9 eine Familie von Wahrscheinlichkeitsmaßen Px existiert, sodass x ein Markov-Prozess ist. Das war sozusagen Schritt 1. Was wir uns jetzt überzeugen müssen, ist, dass die entsprechende Übergangsfunktion auch diese Stetigkeitsbedingung gilt. Also nehmen wir uns jetzt hier ein beschränktes stetiges f und wir gucken uns an dieses Integral der Übergangsfunktion p, t, x, dy von f von y. Jetzt sehen wir, wenn ich hier einfach nur eine Substitution oben, eine Verschiebung um x mache, ist das das gleiche wie das Integral von p, t, 0, dy von f von x plus y. Und das ist auch nichts weiter als der Erwartungswert von f von xt plus x. Und was sehen wir jetzt hier dran so schön? Dadurch, dass f ja stetig ist, ist natürlich auch die Abbildung x wird abgebildet auf diesen Erwartungswert eine stetige Abbildung. Warum? Naja, jetzt benutze ich wieder die Beschränktheit und ich kann aufgrund von dem Satz von Lebesgue dann den Limes reinziehen. Das heißt, was wir gesehen haben, in der Tat, Levy-Prozesse sind stark Markov. Jetzt haben wir also sozusagen eine große Klasse von Prozessen kennengelernt, die starke Markov-Eigenschaften haben. Wir haben aber auch Beispiele gesehen von Prozessen, die starke Markov-Eigenschaften nicht haben. Abschließend möchte ich hier noch alternative Charakterisierung von der starken Markov-Eigenschaft angeben. Dazu kommt wieder diese Verschiebungshalbgruppe ins Spiel. Also sei Theta t eine Verschiebungshalbgruppe und t eine zufällige Zeit, dann möchte ich Theta zu diesem Zeitpunkt der zufälligen Zeit auf der Menge, dass die zufällige Zeit endlich ist, wie folgt definieren, also Omega wird abgebildet auf Theta t von Omega und dann nehme ich diesen Shift um von Omega. Welche Konsequenz hat diese Definition? Na, wenn ich mir jetzt eine Menge a hernehme, die aus dieser endlich dimensionalen, Ereignis den Durchschnitt von endlich vielen, nein, die aus dem n-fachen Durchschnitt von den Ereignissen, das xt1 in a1 bis xtn in an liegt. Und ich gucke mir an, was passiert mit dem Urbild unter dieser Verschiebung zu dem zufälligen Zeit t. Dann ist das das gleiche wie die Menge aller Omega, sodass xt1 plus t in der Menge a1 liegt bis xtn plus t in der Menge an und dem Ereignis, dass t endlich ist. Gut, damit kann ich jetzt die alternative Darstellung der starken Markov-Eigenschaft hinschreiben. Also sei x ein progressiver, normaler, e-wertiger Markov-Prozess und Theta eine Verschiebungshalbgruppe, dann sind folgende Aussagen äquivalent. Entweder x ist stark stetig oder für jede messbare beschränkte Funktion und jede optionale Zeit f gilt die folgende Gleichheit, nämlich dass die bedingte Erwartung bei Start in x von f von x s plus t mal Indikatorfunktion, dass s endlich ist, gegeben die Sigma-Algebra f s plus. Das gleiche ist wie die Indikatorfunktion, dass die optionale Zeit endlich ist, mal dem Erwartungswert von bei Start von xs von f von xt. Und das gilt natürlich auch wieder nur px fast sicher.
Oder das Ganze ist äquivalent zu der Aussage, dass für jede fx unendlich messbare Menge b und jede optionale Zeit, dass die bedingte Erwartung und bei Start in x von dem Ereignis, dass das Urbild unter s, unter dieser Theta s von der Menge b und der geschnitten mit dem Ereignis, dass die Stoppzeit endlich ist, unter der bedingt auf diese Sigma-Algebra fs das gleiche ist wie diese Wahrscheinlichkeit, dass ich in xs starte von dem Ereignis b. Oder die dritte, vierte Charakterisierung ist, dass für jede beschränkte fx unendlich messbare Zufallsvariable y und jede optionale Zeit s gilt, dass, wenn ich mir angucke, die bedingte Erwartung bei Start in x von dieser Komposition, dieser Zufallsvariable y mit der Verschiebung um diese zufällige Zeit s unter dem Ereignis natürlich, dass die Stoppzeit, die optionale Zeit endlich ist. Wenn ich wieder hier bedinge auf die Sigma-Algebra fs plus, dass das das gleiche ist wie der Erwartungswert von dieser Zufallsvariable y bei Start in xs. Und die Beweise sind analog zu den Beweisen von Lemma 2.1 und 2.2. Bleibt also zusammenzufassen, in diesem ersten Teil haben wir also kennengelernt die starke Markov-Eigenschaft und wir haben gesehen ein hinreichendes Kriterium, das uns garantiert, wann ein Markov-Prozess diese starke Markov-Eigenschaft besitzt und wir haben Beispiele und alternative Charakterisierung gesehen. Im zweiten Teil soll es jetzt mehr in die Richtung Anwendung gehen.